So, ich habe jetzt hier meinen Platz für die zweite Nacht gefunden. Auch wieder unmittelbar im Wald, am Waldrand. Wir haben es jetzt so 16:45 Uhr, später Nachmittag. Ich habe eben gesehen, dort unten gibt es noch ein sehr, sehr schönes kleines Sumpf- oder Moorgebiet. Das will ich mir jetzt nochmal bei der untergehenden Sonne anschauen. Und da nehme ich euch natürlich mit. Ja, und hier werde ich dann auch die Nacht über bleiben und schauen, wo es mich dann morgen früh hintreibt. Okay. Dabei. Okay, auf geht's. Prost! Ja, das ist hier ein so wunderschöner Platz mit dem Moor, mit dem Sumpf. Hier werde ich jetzt den Sonnenuntergang genießen oder zumindest so lange noch hier draußen bleiben und nachher dann, ja, wenn es dann dunkel wird, wieder zum Auto gehen. Aber hier ist es schon ruhig und still. Ja, kein Verkehr, kein menschlicher Lärm, nur die reine Natur. Eben bin ich ja auf der anderen Seite von dem Sumpf gewesen, bin da die Uferböschung hochgestopft und dann habe ich da im Gehölz was rascheln hören. Ich habe natürlich irgendein wildes Tier vermutet, ein Wildschwein, ein wildgewordenes Reh oder sowas. Jedenfalls habe ich dann nach kurzer Zeit doch zwei leuchtend pinkfarbene Hosenträger gesehen. Welches wilde Tier trägt jetzt pinkfarbene Hosenträger? Wer es weiß, kann es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Jedenfalls wollte ich diesem Wesen doch aus dem Wege gehen. Und vielleicht macht das wilde Tier jetzt Krach mit einer Motorsäge. Also mit dem ist bestimmt nicht zu spaßen. Also habe ich mich verzogen und habe mir hier abseits ein schönes Plätzchen gesucht,
genieße mein Feierabendbier für heute und wollte jetzt eigentlich die idyllische Ruhe genießen. Aber mit Motorsägengeräusch ist da nichts mit Idylle. Oh, na super. Meine Arbeitskollegen wieder. Ja, ja. Ja, ja. Prost. So, das war doch ein sehr ereignisreicher Tag. Ich bin sehr viel gelaufen, habe viel gesehen, viel von der Stadt, viel von der verlassenen Fabrik, aber auch jetzt eben zum Abend hin noch ein bisschen im Wald gewesen und da einiges gesehen. Ja, jetzt haben wir schon 7:15, jetzt wird das auch recht schnell dunkel. Ich verabschiede mich erstmal für heute und dann sehen wir uns morgen wieder. Also, bis dann. Tschüss. Moin moin, liebe Freunde. Wir haben den 3. Tag meiner Reise. Ja, ich habe auch diese Nacht wieder prima im Auto geschlafen und ja, will mich jetzt gleich weitermachen auf die nächste Etappe. Aber dann wollte ich euch hier noch mal was zeigen. Und zwar habe ich ja vorhin so in circa 50 bis 60 Meter Entfernung bei meinem Wagen gefrühstückt. Dann höre ich es auf einmal laut knallen. Ich dachte, da ist ein Jäger am Schießen, aber kurz nach dem Knall dann ein lautes Krachen. Ja, und dann war mir klar, da ist schon wieder ein Baum umgefallen. So, ich habe dann erst einmal gemütlich zu Ende gefrühstückt, habe mich fertig gemacht und jetzt wollte ich mir das doch mal hier anschauen. Und siehe da, ne, da war der Meister Biber zugange. Ja, und der hat diese doch schon recht große Pappel zum Umfallen gebracht. Also ja, und das war also vielleicht maximal vor 1,5 Stunden. Also ganz frisch. Und ich sehe auch da bei dem Nachbarbaum sind wieder ganz, ganz frische Fraßspuren vom Biber. Das zeige ich euch mal etwas genauer. Ups. Ja, da ist das gute Stück. Also das ist vor circa 1,5 Stunden umgefallen. Und das ist auch schon ein ganz schöner Oschimann. Und da ist der Nachbarbaum. Da hatte auch schon jemand schön gefrühstückt. Ja, aber bisher umfällt das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
Aber der hier, ja, so kann es gehen. Und der andere Nachbarbaum, dem hat es auch die Krone abgeschlagen. Die liegt jetzt daneben. Da liegt sie. Aber wenn man sich mal die Umgebung hier anschaut, also der Biber ist hier aktiv. Ja, mittlerweile hat er sich hier wirklich eine schöne Lichtung geschlagen. So, ich schmeiß mich jetzt wieder in den Wagen und werde weiterfahren. Ich wollte mal schauen, ob ich jetzt zu einem weiteren Lost Place komme, ob ich da hinkomme. Ist ja nicht immer so einfach, aber schauen wir mal. Okay, auf geht's. So, ich bin jetzt hier an einem Wald oder in einem Wald. Ich wollte mir ja jetzt ein neues Lost Place suchen. Und ich denke, ich habe es auch gefunden. Ich habe mich so ein bisschen auch an diesen ja, Telefonmasten orientiert. Die sind nummeriert. Und ich weiß das nicht genau, bei welcher Nummer ich gestartet bin. Jedenfalls sind die dann ablaufend nummeriert. Also das ist jetzt Fall Nummer 1. Und ich habe mir gedacht, irgendwohin muss die Telefonleitung ja führen. Also die wird ja nicht ins Nichts führen. Und ich hatte mit meiner Vermutung recht gehabt. Denn vor mir, genau da, stehen jetzt ein paar verlassene Häuser. Und die schauen wir uns jetzt mal an.